Egal, ob und wohin das Wasser geht. Hier hat nur keiner Lust, was aufs Maul zu kriegen. Butch passt nämlich auf wie ein Luchs, verstehst du? Wie kriege ich Butch aus dem Weg? Es war eine überflüssige Frage, aber kann man sich schon vorstellen. Wie bekomme ich Butch aus dem Weg? Weiß nicht. Schon mal mit Gold versucht? Ich kenne keinen Pirat, der nicht auf Schätze abfährt. Vielleicht kannst du ihn aber auch in die kleine Höhle oben im Osten locken. Gut. Toller Plan. Ich werde mich trotzdem mit ihm prügeln müssen. Kann sein. So ist das nun mal. Es sei denn, du könntest Voodoo. Aha, und wie sollte mir Voodoo hierbei helfen? Die Molukken können das so Leute übernehmen und so. Ha, Butch würde eine prima Marionette abgeben. Weißt du nicht? Würde das zu gerne mal sehen. Ich sag mal so. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich ihm viel lieber einen aufs Maul hauen. Würde ich ihm viel lieber aufs Maul hauen. Sag ich doch. Vielleicht gehst du einfach hin und sagst nicht, bitte, bitte. Nicht in diesem Leben. Dann versuch eben was anderes. Dieser Miles ist echt gut drauf. Ach ja, so. Gucken wir mal, was wir mit Butch anstellen können. Mach doch mal was Interessantes. Wie ein richtiger Pirat. Und was soll das deiner Meinung nach sein? Ich hörte von einer Schatzhöhle, die hier irgendwo sein soll. Und wie sollte ich den Schatz finden? Ohne Karte? Die Schatzhöhle soll hier ganz in der Nähe sein. Ja, klar. Du willst mich doch verarschen. Na gut, wenn du kein Interesse hast. Moment, warte mal. Okay, sag mir, wo der Schatz genau sein soll. In der kleinen Höhle auf dem Berg gegenüber der Wasserstelle. Ach, wirklich? Ja, ziemlich weit hinten, im Morast vergraben. Gut, ich werde mir das mal ansehen. Ja, mach das. Nix da, du kommst mit. Und wehe, du hast mir Scheiße erzählt. Ja. Lauf du schon mal vor. Los, beweg dich. Erstmal möchte ich mir die Pflanzen hier holen, die hier liegt. Und zwar hier. Ach, das ist der Weg. Ich dachte, wir wollen da hinten lang. Okay. Jetzt kriegst du aber erstmal einen auf die Mütze, mein Freund, wenn du mir blöde kommst. Vielleicht ist da ja noch irgendwas drin. Vielleicht ist da der Griff drin. Worauf wartest du? Auf nichts. Oder doch, eigentlich warte ich auf was. Kommt wahrscheinlich gleich noch. Nett, hier ist ein Totenschädel. Ich sag nur mal HD-Modus und das Licht. So, jetzt geht's nur noch uns beide. Gib es zu, du hast mich reingelegt, oder? Schluss jetzt, genug geredet. So gut bin ich auch nicht. Nee? Okay. Du bist ein schlaues Kerlchen. Na warte, das wirst du bereuen. Ich werde es bereuen? Glaube ich nicht. Ich glaube eher, du wirst es bereuen, Butch, dass du mich... Hol dir mal kurz zum Licht, dass wir auch was sehen können. Das war hier. Und hier ist sogar eine Truhe. Hier ist doch ein Schatz, Butch. Also, leuchte ich hier nicht so auf. Ich habe dir die Wahrheit erzählt. Auch wenn ich es nicht selber gewusst habe. Nun gut. Treffer. Also das hat mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Eine 40er-Truhe. Mal schauen. 6 Schlösser. Wie mag die Kombi sein? Gut, das ist... Der vierte. Moment, ich mach's mal kurz wieder zum Aufschreiben, weil es immer etwas größer ist. Der vierte. Ein nach dort. Ein nach dort. Gut. Der vierte. Ist dann einer nach dort. Einer nach dort. Einer nach dort. Und zwei nach links.
Genau, und offen ist die Truhe. Fackel, Schrot und Gold. Gut, Butch. Dann würde ich mal sagen... Boah, hab ich einen Brummschädel. Mann, ich verschwinde jetzt erstmal in die Taverne. Ich brauche was zu saufen. Gut so. Das ist schön. Dann haben wir unsere Ruhe. Und können das Erz erstmal abbauen. Die Fackel haben wir uns mal so nebenbei in die Poritze gesteckt, dass sie noch richtig leuchtet, dass wir auch was sehen können. Natürlich haben wir uns sie dann nicht hingesteckt. Wir haben sie uns mal kurz in den Hut gesteckt. Da, natürlich brennt unser Hut nicht so schnell. Das ist ein Anti-Brandhut. So wie diese Anti-Faltencremes, die hat man da einfach, trägt man da einfach auf und dann brennt das Teil nicht. Und hier haben wir noch mehr Äffchen und noch eine Truhe. Klasse. So, komm her. Zack, zack. Natürlich haben wir dann viele Krallen und Zähne derzeit jetzt als... oder im Inventar generell. Das heißt natürlich, dass wir gute Verkaufsmöglichkeiten haben. Welcher mag der Auslöser sein? Der zweite. Nein? Kann mir vorstellen... Ah, der dritte ist das. Oder nicht? Der fünfte vielleicht. Ein nach links. Ein nach rechts. Und die nach links. Jupp, perfekt. Trank des Diebes. Kugel und Goldbrocken. Ich bin mal so überlegen. Ich glaube, dass die Tränke doch zum großen Teil sehr sinnvoll sein können, wenn wir jemanden überreden müssen. Da können wir uns den Trank da reinziehen und dann in dem Moment können wir da natürlich überreden. Je nachdem müssen wir mal schauen, ob uns das was bringt. Jetzt haben wir natürlich den Butch, den haben wir jetzt hier weggeholt. Deswegen können wir uns jetzt die Wasserfässer holen. Und zwar vom Miles. Bringt mir die Wasserfässer zum Hafen, Kai. Butch ist kein Problem mehr für euch. Gut, gut. Wir werden das Wasser liefern. Dankeschön. Dann begeben wir uns weiter hier in den Südwesten der Insel. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Hoffentlich einfach ein ganz, ganz böses Monster. Okay, das sind ganz böse Monster hier, diese Krallenaffen. Hab aber gute Beute. Zack. Die Fackel läuft auch gerade mal so weg. Ich lasse die hier einfach mal so liegen. Ob jetzt was passiert oder nicht, weiß ich nicht. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Und hier sind wir zurück. Auf. Oder in dem Dorf. So, wer bist du denn? Bill? Hey, Moment mal. Du siehst nicht nach einem Kistenträger aus. Das Hinterland von Antigua ist gefährlich. Also pass auf, wo du hingehst. Ich komm dich nicht retten. Ich war schon im Hinterland. Oder... Ah, wir können den natürlich auch überreden. Glaube ich nicht. Du siehst ziemlich hilfsbereit aus. Zugegeben, wenn dich eine Horde Viecher verfolgt, würde ich dir wahrscheinlich helfen. Aber nur, um sie daran zu hindern, sich in unserer Stadt breit zu machen. Wenn du einen Spaziergang machen willst, geh lieber über den Blutschwurplatz. Kennst du dich auf Antigua aus? Ah, erstmal beklauen wir den. Dir entgeht bestimmt nichts hier draußen, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Derjenige, der an mir unbemerkt vorbeikommt, muss erst noch geboren werden. Na dann. Ja, wir haben ihm 200 Gold aus den Taschen gezogen. Und guckt euch mal an, wie der hier, der Wasserträger, gut tanzen kann. Der tanzt gerade eine echt gute Runde. Und ja, kennst du dich auf Antigua aus? Kennst du dich auf Antigua aus? Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber es wird zunehmend gefährlicher. In letzter Zeit kommen immer mehr Monster an Land, die jeden angreifen, der ihnen im Weg steht. Ich muss höllisch aufpassen, dass nicht mal eins in die Stadt kommt. Früher gab es wesentlich entspanntere Zeiten. Erzähl mir was über das Hinterland. Erzähl mir was über das Hinterland. Etwas weiter hier geradeaus gibt es eine Quelle, an der die Wasserträger arbeiten. Am Oststrand fischen die Fischer.
Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen und Viecher. Verstehe. Ist dir nie langweilig? Ist dir nie langweilig? Nein. Irgendwas gibt's hier immer zu tun. Und wenn nicht, dann genieße ich einfach die Sonne Antiguas. Was kann es Besseres geben? Die Welt retten? Die Welt retten? Warum? Auf Antigua kriegst du, was du willst. Und zurzeit habe ich auch genug zu tun. Ich bin froh, dass der Admiral mir diesen Posten gegeben hat. Ich brauche Sonne, Rum und meine Ruhe. Sonst nix. Und eine Frau? Naja. Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Man sagt sich, wir seien alle verflucht. Offenbar haben ein paar Piratenkapitäne irgendwo einen fiesen, schlafenden Hund geweckt. Ich habe schon ein paar richtig ungemütliche Kreaturen gesehen, das kannst du mir glauben. Und sie kommen immer zu den Menschen. Als wenn sie genau wüssten, dass wir ihre Feinde sind. Gruselig, sag ich dir. Na, wer weiß. Ah, unser Miles tanzt auch wieder gerade eine Runde rum. Hm.